Hier, Leute, ist schon wieder alles dicht. Wisst ihr, ich habe ja Verständnis dafür, ne? Ich finde es ja gut, dass die Bauern sich gerade machen, ne? Aber die Einzigen, die hier gerade werden, sind wir. Wir hatten jetzt 7 Wochen. Der Akku war eben leer. Und zu guter Letzt geht gestern noch das Auto kaputt. Getriebeschaden und Kupplungsschaden, Leute. Jetzt habe ich statt eine Pritsche hat mir so ein besoffener kaputt gefahren. Und die andere hat jetzt Kupplungsgetriebeschaden, ey. Das ist wirklich, Leute. Jetzt haben wir noch eine Pritsche. Jetzt müssen wir wieder improvisieren. Und das macht alles keinen Spaß mehr, Alter. Weißt du was? Ja, ich fahre hier durch den Stau, habe eigentlich gleich einen Termin, bin schon eine Stunde unterwegs und habe jetzt genau 3 Kilometer und was weiß ich, ein paar Zerquetsche, also 4 Kilometer zurückgelegt. Es ist einfach nur furchtbar, wirklich. Aber der Himmel sieht schön aus, guck mal, wenn man das Licht mal ausmacht, kann man da oben richtig geil sehen, kommt ja nicht zur Geltung, aber der Himmel ist so rötlich und da siehst du die ersten Chemtrails, ich meine Quatsch, Kondensstreifen. Ja Leute, heute wird ein Sabbelvideo, weil im Moment hatte uns das schlechte Wetter im Griff. Wir waren jetzt fast 8 Wochen zu Hause. Es war Frost, Schnee, dann wieder Regen. Und wenn, also wenn es warm war, hat es geregnet. Und ansonsten hatten wir echt minus 5, 6, 7 Grad. Und da können wir natürlich nichts machen, sind wir ein bisschen gehandicapt. So. Und jetzt sind wir wieder los. Aber nichtsdestotrotz möchte ich gerne euch ein paar Sachen zeigen. In diesem Vlog ein bisschen was erzählen, ein bisschen was über meine Vergangenheit. Um euch da ein bisschen mitzunehmen ins, wie sagt man, in die neue Welt. Nicht? Also ich gehe jetzt zum Kartenlegen und dann legt mir eine die Karten und dann sagt ihr, was abgeht und das machen wir. Hinter mir Mercedes Sprint habe ich immer schon Angst, dass es die Cops sind, Digga. Und dann werde ich gleich Hopf genommen. Die Cops nehmen mich Hopf, yo. Vielleicht werde ich auch Rapper, ich mache eine Rap-Karriere mit Bushido zusammen. Ja, wir waren Freitag. Ich habe Karten zu Weihnachten gekriegt von Night of Freestyle. Super geile Jungs, wirklich. Das sind so geile Jungs. Das hat so viel Spaß gemacht. Die ganze Halle hat nach Benzin gerochen und es war einfach geil. Das muss einfach leben. Motorsport ist einfach was Schönes. So und ja, genauso liebe ich das auch, wenn ich mit einem Buggy im Sommer mal eine Runde drehen darf oder so. Ist einfach geil. Und das hat richtig Spaß gemacht. Die Jungs haben sogar einen neuen Weltrekord aufgestellt. Da ist einer, aber ohne Motorrad, mit so einem Roller ist er 10,20 Meter hoch gesprungen und ja, hat da einen neuen Rekord aufgestellt. Genau. War auf jeden Fall sehr cool und ich wurde oft erkannt, das hat mich auch sehr, sehr gefreut. Ja, ich stand da, ich weiß nicht, ich wurde bestimmt 50 Mal angesprochen. Bei Insta, viele sprechen mir auch nicht an, viele haben da einfach nur Bilder geschickt. Oh, ich hab dich gesehen, krass und so. Freut mich sehr, also falls jemand diese Videos guckt hier und der den Abend auch da war, also Props an euch. Und ja, ich fahre jetzt gerade auf dem Weg, ich bin jetzt gerade auf dem Weg, so ist es richtig. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg zur Baustelle, aber schwierig heute. Habe ein paar Termine, zwischendurch wollte ich euch gerne mal ein bisschen was zeigen, ein bisschen was erzählen. Genau, und das wollte ich eigentlich unter freiem Himmel machen und nicht immer im Auto, weil ich glaube, das ist ganz cool, wenn da so eine coole Kulisse, ich suche mir da eine coole Kulisse, da denken die Leute, ich bin bekloppt, setz mich da hin und werde euch mal ein bisschen was erzählen und genau, meld mich dann zu Wort. Also, ich kämpfe mich hier jetzt durch den Stau. Leute, guckt euch das mal an. Ich lasse immer, ich lasse sogar zwei, die beiden habe ich vorgelassen, guck mal. Da steht Stoßstange an Stoßstange mit mir. Was, die Linie, er hat den hinter mir noch überholt und quetsche jetzt bei mir noch durch. Normalerweise müsste ich Gas geben und ihn reinfahren, weißt du das? Ich stehe letztens beim Tierarzt, wir waren in der Hundeklinik, mein Hund hatte gelahmt bzw. hat Schmerzen gehabt. Da waren wir bei 3 Ärzten, Leute, und wir hatten 3 verschiedene Meinungen. Der eine hat gesagt Kreuzbandriss, hat den Hund aber nicht angeguckt. Der zweite hat den Hund so mal angeguckt, angefasst, hat gesagt, ja, die Bandscheibe ist das. Und der dritte hat gesagt, ja, da waren wir sogar in der Tierklinik, wir waren bei 2 Ärzten und das dritte war die Tierklinik. Und die hat den Hund auch nicht angeguckt, hat gesagt, ja, müssen wir narkotisieren. Und dann müssen wir mit einer Knochensäge das Bein irgendwie trennen und dann Platten reinsetzen und so. Es ist vermutlich ein Kreuzbandriss. Aber keiner konnte eine Schublade auslösen. Das heißt, wenn du Unter- und Oberschenkel nimmst, kannst du das Knie verstellen. Das sieht dann aus wie eine Schublade, weil du das hin und her bewegen kannst. Konnte keiner. Ja, nee, müssen wir operieren. Das ist definitiv das. Dann hatten wir schon einen OP-Termin, weil es ja auch schwer ist, einen zu kriegen und den Hund so leiden zu sehen, ist auch nicht richtig. Dann habe ich gesagt, Digga, was können wir machen? Ne? Tag und Nacht wachgelegen, weil so ein Hund, jeder hat ja seine Meinung. Ne? Einer hat mal zu mir gesagt, ja, ich habe keine Hunde mit Essen, spielt man nicht. Dann hat mir gesagt, Digga, dümmere Sprüche kannst du in deinem Leben nicht erfinden. Aber ein Hund, also für mich, ich würde für meinen Hund sterben, ich würde für meinen Hund alles machen. Und ich denke mal, jeder, der einen Hund hat und einigermaßen Empathie hat oder eine Seele hat, der kann das mitempfinden oder nachempfinden. Genauso wie Katze oder Meerschweinchen, wie auch immer. Naja, auf jeden Fall habe ich gesagt, eine Stunde vom OP-Termin habe ich angerufen und gesagt, Leute, tut mir leid, ich kann es nicht übers Herz bringen, operieren kann ich immer noch. Genau, wir haben einen bei uns in der Familie und da hat 3 Ärzte schon gesagt, da muss ein Meniskus operiert werden und so. Er hat gesagt, nee, Digga, auf gar keinen Fall. Ja, war beim anderen Arzt, der hat ihn dann da was gespritzt und ein bisschen mit Bandage und Physio und ja, ist jetzt auch schon wieder 8 Jahre her oder so, ist alles wieder wunderbar. Also OP, finde ich persönlich, ist immer so ein Ding, kannst du jederzeit machen.
So, und dann habe ich gesagt, das geht nicht. Und ich habe bei einem Arzt mal gearbeitet, das ist schon ein paar Jahre her. Und der blieb mir aber sehr positiv in Erinnerung. Also habe ich gesagt, wisst ihr was? Diesen Arzt rufe ich jetzt mal an. Da habe ich gegoogelt, der hat seine Praxis immer noch. Bin ich hingefahren und ein sehr, sehr kompetenter, netter Mensch. Wirklich ein toller Arzt und vom menschlichen her auch ein sehr, sehr netter Mensch. Und das war der allererste Mann, der gesagt hat, weißt du was, ich nehme diesen Hund komplett unter die Lupe. Wir müssen ihn leider in so einen Dämmerungsschlaf legen. Wir machen MAT etc. Röntgen. Der hat diesen Hund von oben bis unten gecheckt. Und was kam raus? Die kleine Maus hat Arthrose im rechten Knie. So, dann hat er ein Mittel gekriegt gegen Arthrose. Läuft wie ein junger Gott. Die rennt einen Tag später, oh, sowas habe ich noch nie gesehen. So, und das ist so eine Sache, wo ich mir sage, Alter, keiner nimmt sich mehr Zeit. Immer schnell, schnell, Kohle, 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 weißt du? Leute, ich muss euch mal was zeigen, Alter. Hier fällt dir nichts mehr ein in unserer Bananenrepublik, weißt du, das ist Schlaglöcher, noch und Löcher. Wir schmeißen die Gelder raus bis zum geht nicht mehr. Guckt euch das bitte mal an, Alter. Ich habe gedacht, ich bin im falschen Film, ey, weißt du das? Warte mal, das muss ich auch mal eben zeigen. Ich meine, die Straßen im Moment sind ja sowieso miserabel. Guckt euch das mal an. Alter, was ist das bitte für ein Loch? Guck mal. Wenn du da reinfährst, dann brichst du dir die Achse. Da hast du keine Fragen mehr. Und das ist ja nicht kein Einzelfall. Auf der Strecke hier von 400 Meter sind 40 so eine Löcher. Guck mal, der eine ist hier reingefahren, hat hier sogar seine Radkappe eben verloren. Selbst in Afrika, in den Büsche, haben sie bessere Straßen wie hier, weißt du was? Aber wichtig ist, dass hier alle 20 Meter mobile Blitzer stehen und die Leute hier in den Arsch gefistet werden, Alter. Das ist wichtig. Und das Geld dann ausgeschöpft und ausgegeben wird. Hammermäßig, Alter. Die Straßen hier sind wirklich das allerletzte. Aber Hauptsache, wir haben 50 oder 30 oder 80 Milliarden gespendet an eine Fahrradwege in Peru, wo die nicht mal ein Fahrrad besitzen, die Leute, weißt du? Das ist alles ein Blödsinn. Was wir so verarschen. Oh Leute, ich habe hier nur Puls den ganzen Tag. Ich merke das richtig. So, dass sich was ändern muss. Und das ist auch der Grund, warum ich dieses Video mache. Und das ist auch der Grund, warum sich mein Kanal verändern wird. Ja, ich wollte noch mal ein paar Sätze loswerden. Aber ich mache gleich noch mal einen anderen Hintergrund. Aber ich verbringe heute leider wieder die meiste Zeit im Auto. Wisst ihr, alle Leute, als es anfing mit YouTube, alle Leute, ne, ja, mach mal Werbung, mach mal dies, mach mal das. Auch sogar der, wo ich die Maschine gekauft habe eine Zeit lang, was ich auch sehr bereue. Da wurde ich auch richtig beschissen. Die Geschichte kann ich gleich auch mal erzählen. Auf jeden Fall war das so. Ich möchte euch einfach nur mal erklären, warum jetzt dieser Sinneswandel kommt oder beziehungsweise diese Veränderung. Aber alle wollten in meinen Schatten stehen. Alle. Oh ja, geil, mach mal hier Werbung, mach mal da Werbung. Und dann, wie es kippelig wurde, haben sie alle den Schwanz eingezogen, haben gesagt, nee, mit dir wollen wir nichts mehr zu tun haben. Und dann ist es sogar mittlerweile so weit gekommen, dass sie gesagt haben, ey, weißt du was, bei uns bitte gar nicht mehr, auch nicht zum Beispiel Barzahlung oder irgendwas, mit dir wollen wir gar nichts mehr zu tun haben. So, da denke ich mir, ich bin meinen Verpflichtungen, soweit es kam, immer nachgekommen, immer. Und habe immer noch mein Bestes gegeben, weißt du. Und keiner kennt die Umstände, keiner weiß, wie es dazu gekommen ist. Alle können groß schnacken und das Maul aufreißen. Aber wie das letzten Endes alles entstanden ist, das ist nur hier oben bei mir drin. Und ich weiß die Wahrheit und kein anderer so. Und ich habe keinen Bock, immer darüber zu reden oder das zu wiederholen. Aber ich wurde extrem gefistet und habe sehr viel Pech gehabt auch. Natürlich auch Glück, aber auch Pech. Ich will das ja nicht alles schlecht reden. Und ich will nur eins klarstellen auch. In diese Situation bringt man sich immer selbst. Du bist der Schlüssel zu einem, das ist das Wichtigste. Und darum, ich würde mich jetzt nicht hinstellen und sagen, ja, der ist scheiße oder dadurch ist es gekommen. Es ist einfach so, aber ich will einfach in die Zukunft gucken und dementsprechend Sachen verändern. So, es ist alles Fehler, das sind alles Sachen, aus denen man lernt. Aber trotzdem ist sehr viel schlecht auch gelaufen. Aber nichtsdestotrotz, die Leute... ja, ich habe mir den Arsch aufgerissen, auch für viele. Ne? Gemacht, getan, hingefahren, hergefahren und so weiter und so fort. Und Containerdienste gemacht und so. Wir haben ja alles gemacht. Ist so umfangreich, ist auch egal. Auf jeden Fall wollte ich nur sagen, jetzt klingelt das Telefon so gut wie gar nicht mehr. Die Leute kennen dich nicht mal mehr, lästern über dich. Aber Leute, jeder Angestellte, ich habe viele ehemalige Kollegen getroffen, auch die gesagt haben, ja, war ja klar oder ja, dies, ja, das. Aber zwei Dinge im Leben müsst ihr euch mal merken. Der erste Punkt ist, es ist besser... Du stehst hinterher da und sagst, ich habe es versucht, aber egal, ich bin dadurch nicht reich geworden oder es hat nicht geklappt. Ist immer besser, finde ich, als wenn du da stehst und sagst, ja, ich will das versuchen, ich will das versuchen. Oder später in meinem Alter, hätte ich das mal versucht, wäre ich jetzt vielleicht reich oder hätte das geklappt, wäre es das und das. Hätte, wenn und aber, einfach machen. Einfach machen. Das ist das Ding, was man sich mal hinter die Ohren schreiben muss. Man muss einfach machen. Egal wie, egal was. Egal, ob du fällst oder nicht. Aber wer nicht riskiert oder wer nicht wagt, der hat schon verloren. Egal, wie andere über dich denken.
Ich habe alles erlebt. Ich habe Monate gehabt, wo ich 3, 4, 500.000 Euro Umsatz gemacht habe. Und ich habe auch schon die Kackseiten gesehen in der Gosse jetzt, wo ich ein Tausender im Monat zum Leben habe. Ich weiß, wie der Hase läuft da jetzt in der Geschichte. Und es tut mir vieles leid. Ich kann aber das alles nicht mehr rückgängig machen. Und viele Sachen haben mir auch die Augen geöffnet. Diese ganzen Missgeburten, die du um dich rum hast, brauchst du alle nicht. Alle, ja, mach mal dies, Gio, oh, Gio, mach mal das. Oh ja, bitte, kannst du das nochmal erwähnen? Und oh, ein Scheißdreck, Alter. Ich habe auch für diese Firma, wo ich auch Maschinen gekauft habe, auch die größte... ich habe ja eine Zeit lang nur gewisse Maschinen gefahren. Und alles unentgeltlich, Leute. Ich schwör's euch. Ich habe einen Bagger gekauft, einen gebrauchten. Da ist nach 160 Stunden, glaube ich, 180 Stunden... ist die Pumpe, Hydraulikpumpe in den Arsch gegangen, hat mich 30.000 Euro gekostet. Kein Rabatt, kein Entgegenkommen, kein gar nichts. Heute hätte ich wahrscheinlich auch anders verhandelt und hätte gesagt, weißt du was, nimm deine Scheiße zurück, du. Aber damals war ich so im Film, Leute, so geblendet, weil ich dachte, boah, geil. Jeder andere, weil das ging ja nach Schufa und so weiter, wir waren ja kreditwürdig. Jeder andere hätte mir genau dieselben Kredit gegeben, genau dieselben Maschinen. Warum habe ich für die bloß so Werbung gemacht oder das so gehypt? Ich war so im Film und habe gedacht, boah, das hätte bestimmt kein anderer gemacht. Klar sind sie an den Arsch gekrochen, weil ich kostenlos Werbung gemacht habe. Heute kenne ich die Preise. Wenn du da mal eine Stunde vor der Kamera stehst, dann müssen 10 Scheine rollen, so nach dem Motto, weißt du? So, und viele Sachen, über die ich mich richtig, richtig ärgere. Und ich wollte einfach mal die Wahrheit auch erzählen. Ja, weil viele sagen, ja, du hast bestimmt nichts bezahlt für die Maschinen und so. Im Gegenteil, ich habe alles bezahlt, Leute, alles, jeden Cent. Ich habe auch monatlich, wenn dann mal 3 Tage später das Geld kam, hat sofort das Telefon geklingelt. Ja, was ist denn nun und wo bleibt die Kohle und bla bla bla. Da war so ein Druck hinter, so ein Feuer hinter. Und bei diesen Maschinenhersteller wie eine Sekte, ey. Und natürlich wurde ich auch immer eingeladen, weil ich die Bude immer gefüllt habe. Aber ich habe immer überlegt, viel und lange überlegt, Alter, Digga, willst du darüber was berichten, willst du nicht berichten? Ich will ja kein schlecht reden oder so. Ich will einfach mal die Wahrheit ans Tageslicht bringen und einfach mal euch erzählen, wie es ist, weil viele schreiben, ja, wieso nicht mehr und so weiter und so fort. Und naja, und dann war das nachher so, dass ich kaputt gegangen bin, habe gesagt, ey Leute, wie sieht's aus? Und können wir da irgendwas machen? Einige Maschinen waren ja schon bezahlt und da hatte ich zum Beispiel die Idee, dass ich, oder nicht die Idee, sondern da hatte ich gesagt, ey, pass auf, ich habe Bagger gekauft zum Beispiel für 165.000, 170.000 Euro und am Ende, wie ich kurz vor der Inso stand, waren dann noch 40.000 Euro auf der Maschine. So, und ich hatte auch Kunden potenziell, die das haben wollen, die Maschinen zum Beispiel, und dann hatte ich gedacht, Mensch, um das Ganze, bevor ich insolvent gehe, um das Ganze zu retten, vielleicht runter von den Maschinen, von diesen hohen Kosten, weil pro Bagger bist du auch irgendwo bei 3 Mille, 4 Mille, und ich hatte ja, weiß ich gar nicht, 16 Stück oder so, und da habe ich überlegt, was kann ich machen und so weiter und so fort, und hatte versucht, das Ganze noch umzulenken, und jetzt kommt da der Obergu, Leute, sagt man das so, Obergu. Da war das nachher so, dass ich gesagt habe, okay, was kann ich machen? Hab ein paar Kunden gehabt, die Maschinen haben wollten und hab gesagt, du pass auf, ey, 40 sind noch offen. Ich kann das aber nicht tragen und hatte die um Hilfe gebeten. Hab gesagt, ey, wir machen so viel Werbung und alles, wie sieht das aus? Die Summe ist jetzt einfach mal frei erfunden, aber 40 waren noch offen, könnt ihr die 40 bezahlen? Und ich habe einen Kunde, der mir das Geld überweist und ich würde euch den rauskaufen sozusagen. Ja, das ist gar kein Problem, das machen wir, ne? So, und dann habe ich gesagt, okay, dann kann ich zum Beispiel von 16 Maschinen 8 verkaufen, habe noch ein bisschen was über, kann meine Schulden ein bisschen tilgen und dann kann das auch weitergehen, so, ne? Naja, und dann hatten wir das abgemacht, vertraglich auch, oder beziehungsweise am Telefon das festgemacht und dann musste ich unterschreiben wegen Dritter und so weiter und so fort. Auf jeden Fall haben die es auch gemacht. Die haben diese Maschinen rausgekauft. Ich sage jetzt einfach mal für alle Maschinen, die Summe ist auch frei erfunden. Das geht ja nur um die Sache, nicht um die Summen. Und ja, hatten nachher 80.000 Euro beispielsweise für diese 8 Maschinen bezahlt. War natürlich mehr. Und dann hatte ich nichts mehr gehört. Und der Kunde rief schon an und sagte, ey Gio, was ist mit den Maschinen und so, weil ich warte und so. Ich sag, du, ich kläre das einmal ab. Habe ich da angerufen, dann ging die wochenlang nicht ans Telefon. Irgendwann bin ich da hingefahren, ich sag, was ist nur? Ah ja, wir wollten dich auch gerade anrufen, setz dich. Ich sag, wo sind meine Maschinen? Ja, die haben wir weiterverkauft. Mir ist alles aufs Gesicht gefallen. Ich sag, bitte, was habt ihr gemacht? Ja, die Maschinen weiterverkauft. Ich sag, wieso das denn? Ja, und wir wussten ja nicht und wie und was und so weiter und so fort. Und ja, wenn dir das nicht passt, tut mir das auch leid, aber dann ist das so. Das war die Aussage, Leute. Und da habe ich mir gedacht, ihr. Und dann habe ich mir so im Stillen gedacht, Alter, was machst du hier eigentlich? Für wen und was? Du hast dir selber aufgebaut. Warum sollst du irgendwen pushen? Für was? Naja, und letzten Endes habe ich dann gesagt, weißt du was, ich habe keinen Bock mehr, ich kann das alles nicht mehr. Und dann kam das sowieso mit der Inso. Da habe ich auch falsche Leute an meiner Seite gehabt, falsche Beratung gehabt, um weiterzumachen oder überhaupt um das Ganze abzuwickeln. Ein, zwei Leute haben mir gut getan, aber der Rest war eigentlich schlecht und wollte dir auch nur Schlechtes und haben sich darüber auch gefreut. Naja, letzten Endes hatte ich dann noch Maschinen, aber dann kam ja da auch die Insolvenz, da musstest du die Maschinen nochmal bezahlen und dann warst du eh schon am Arsch und hattest keine Kohle
Und ja, so wurde ich dann da übers Ohr gehauen, sozusagen, wenn man das so sagen kann. Und dann hat mir das wohl ein bisschen die Augen geöffnet, hat mir gesagt, Digga, mach dein eigenes Ding. Ganz wichtig in deinem Leben ist deine Familie, deine Leute und der Rest kannst du drauf kacken. Jeden einzelnen Menschen, Freundeskreis etc., da kannst du grundsätzlich drauf kacken. So, und in solchen Situationen wie jetzt, da siehst du erst, was bist du für ein Mensch, was musst du für ein Mensch werden und was hast du für Leute um dich rum. Weil ich hatte mal einen knallharten Chef, den Typen habe ich geliebt, der war eiskalt. Der ist reingegangen, die Leute, ja, willst du einen Kaffee, willst du dies, willst du das, aber er wusste, dass den Zepter in der Hand und die fressen ihn aus der Hand, weil entweder er kauft da 10, 12 Maschinen oder er kauft woanders, ganz einfach. Und diese Situation musst du kommen und nicht den Arschkriecher bei anderen machen, weißt du? Und ich hoffe, dass sich der Markt irgendwann mal ändert, dass sie alle vor dem hohen Ross runterkommen. Aber ja, so das war die Geschichte von den die ich da jahrelang unterstützt habe. Aber so ist das nun mal, Leute. Aber das ist die Wahrheit, die habe ich jetzt auch mal ausgesprochen. Und dass ihr wisst, weil viele auch schreiben, ja Gio, warum ist das so? Und so ist es auch bei vielen anderen Leuten. Bin hingefahren und habe immer gedacht, ja cool, aber letzten Endes hintenrum war das umgekehrte Psychologie, haben sie eigentlich nur dich ausgenutzt sozusagen. Und so eine Leute brauchst du nicht, weißt du. Und auch bis heute rufen mich noch Leute an, die habe ich mittlerweile blockiert, wo ich gesagt habe, weißt du was, leck mich am Arsch. In meinem neuen Leben, in 2024, benötige ich euch nicht. Und diese Situation, in der ich jetzt war, die hat aus mir auch leicht einen anderen Menschen gemacht, weil du Dinge viel klarer siehst und nicht haha, hihi, sondern das Leben ist schon ernst und manchmal muss man auch dementsprechend ernst sein. So Leute, leck mich am Arsch, ey. Die linke Spur hier, die LKWs hier, funktioniert gar nichts. Und von daher, ja, ist es auch das, was ich jetzt möchte. So, aber ich möchte für mich eine Veränderung, ich will das machen, was mich glücklich macht und nicht das, was vielleicht ein paar Leute glücklich macht, sondern wenn ich immer wieder in diesem Kreis bin und da nicht rauskomme und keine Veränderung mache, dann bleibst du immer in diesem Strudel drin, weißt du? Und manchmal müssen Veränderungen stattfinden, um dich weiterzuentwickeln und das möchte ich. Es kann nicht sein, dass man sich kein Auto kaufen kann. Ich habe da ein Jahr kein Auto, leih mir mal hier ein Auto, da ein Auto und habe alles verloren mit der Insolvenz, wirklich alles, alles, mir wurde alles genommen, alles was bezahlt war, alles wofür ich hart gearbeitet habe, einfach alles war weg. Ich fange komplett bei Null an und habe mir geschworen, wenn ich das mache, dann vernünftig und dann muss das diesmal auch richtig rasieren. Und ich bin einfach kein Unternehmer. Weil wenn ich Unternehmer wäre, wäre das nicht so. Ein Unternehmer setzt sich hin, macht mit Zahlen und ist korrupt oder beziehungsweise knallhart und ich kann das nicht. Und ich will es einfach schaffen. Ich habe keinen Bock, mein Leben lang immer auf Geld zu achten. Ich mache das jetzt schon 30 Jahre lang und ich will es einfach nicht mehr. Es ist einfach Kopfschmerzen. Ich weiß, wie schwer das ist, Geld zu verdienen, aber Geld ist wie Wasser, ist ein Grundnahrungsmittel. Man sagt zwar immer, ja, Geld ist nicht das Wichtigste. Ist auch richtig, deine Gesundheit ist das Wichtigste. Und das wird dir erst bewusst, wenn du krank bist oder irgendwas hast. Aber gesund alleine, so ist der Mensch leider, macht nicht glücklich, sondern glücklich bist du, wenn du dir auch gewisse Sachen leisten kannst und dein Leben so gestalten kannst, wie du es gerne hättest. So, und zu dieser Geschichte möchte ich euch jetzt nochmal was zeigen und darum bin ich gerade auf dem Weg. Habe hier einen kurzen Umweg in Kauf genommen. Ich möchte euch mal eine Geschichte erzählen, die mich sehr bewegt hat und die wollte ich euch einmal präsentieren bzw. mit euch einmal teilen. Dieses Gebäude ist es nämlich, was ich euch zeigen wollte. Ich interessiere mich ja immer sehr für Geschichte, Leute. Oder beziehungsweise die Geschichte, die hinter diesen Gebäuden steht. Auch wenn wir Häuser abreißen und so. Jedes Haus hat so seine Geschichte und das finde ich immer sehr interessant. Ich weiß nicht warum, aber ich kann immer nicht mit den Maschinen zum Beispiel einfach durch die Häuser rollen und da ist immer was Emotionales bei und irgendeiner hat dieses Haus mal aufgebaut, weißt du? Und das ist auch so, was mir klar geworden ist. Du arbeitest 40, 50 Jahre lang für ein Haus und irgendwann machst du den Arsch zu und dann wohnt da irgendwann ein anderer drin oder sagt du, die Bude ist so hässlich, die reiße ich ab. Dann, das ist immer das, was sich die Leute mal bewusst werden müssen. Du bist gesund, du hast Lebenszeit, du musst diese Zeit nutzen. So, und nicht bei Insta vergolden, wenn du da immer hin und her swipes oder hochscrollst. Und die Geschichte zu diesem Haus, Leute, die erzähle ich euch mal. Ich stelle die Kamera hier mal eben hin. Die Geschichte zu diesem Haus, Leute. Das hat ein Investor gebaut. Hans Hillmann oder Hilmer oder so hieß der. Hatte damals ein Vermögen von 100 Millionen Euro. Und hat dieses Gebäude hier gebaut. So, und da müsst ihr euch mal reinziehen. Dieses Gebäude hat 10.000 Quadratmeter. Das war ein Bürogebäude. Sein Sohn ist hier 1987 von dem Dach gesprungen, hat sich umgebracht, was sehr, sehr traurig ist. Und der Herr Hilmer, ich glaube Hilmer hieß der, guck nochmal genau nach. Aber der gute Mann, der hatte damals die größte Oldtimer-Sammlung Deutschlands. Und im selben Jahr, wo das mit seinem Sohn passiert ist, hat sich auch sein Bruder totgefahren mit einem von seinen Oldtimern. Und er hatte nachher spekuliert, hier wollte so eine Transrepid, so eine Magnetschwebebahn gebaut werden. Da hatte er mehrere Immobilien den Leuten das gekündigt, unter anderem den Brauer Verlag. So eine Zeitschrift war das, die hatten da irgendwie ein ganzes Gebäude gemietet. Auf jeden Fall hatte er das gekündigt
weil er die Hoffnung hat, das Gebäude abzureißen und dann sollte da diese Schwebebahn, dieser Transrapid, heißt er glaube ich, Transrapid, könnt ihr mal gucken, durchgehen. Das ist aber nie der Fall gewesen, sondern der wurde nie gebaut und dadurch ist er dann nachher pleite gegangen. 100 Millionen Leute, hat alles auf Rot gesetzt, sage ich mal, und ist dann pleite gegangen. Hat in diesem Gebäude, was 10.000 Quadratmeter groß ist, nachher alleine schwer krank gelebt. Alleine, Leute. Und das ist eine Sache, da komme ich gar nicht drauf klar. Du lebst in diesem riesen Gebäude einfach mal alleine. Ich würde da so gerne mal reingehen und mir das angucken. Angeblich gehört das jetzt einem Investor aus Marokko. Aber das sollte schon lange abgerissen werden, aber irgendwie tut sich da nichts, weil sie dann nicht auffindbar ist und so weiter. Hat ein geschätzter Wert von 18 Millionen, 18 bis 24 Millionen ist dieses Gebäude wert. Und ja, der gute Mann ist nachher pleite gegangen, hat dann, das ist alles, was ihm geblieben ist, einsam und schwer krank, alleine in diesem Gebäude gelebt, Leute. 10.000 Quadratmeter, 14 Stockwerke, alleine. Zum Schluss war da irgendwie noch mal ein Hotel drin, das hat aber auch irgendwie nicht geklappt. Und überleg mal, das Gebäude wurde 1900, ich weiß gar nicht, 58 oder so gebaut. Oder noch später, glaube ich. Ich weiß, ich muss mal genau reingucken. Auf jeden Fall, damals schon nach dem Krieg, haben sie so eine Gebäude mit verspiegelten Scheiben gebaut und auch die Größe und alles, ohne die Technik, die wir heute haben. Ich finde das immer, ja, bewundernswert, was die Menschen da bauen können. Mit Keller, mit Tiefgarage, mit allem Pipapo. Und jetzt guckt euch das mal an, ich würde da so gerne mal reingehen. Hat er sich ein Zimmer fertig gemacht, Leute, wo er drinnen gewohnt hat, oder wie lief das da damals ab? Da sieht man noch in einer Scheibe zum Beispiel, steht noch irgendwie ein Schrank oder ein Fernseher oder was das sein soll. Ja, da waren wohl auch schon mal welche drinnen, da oben ist ein bisschen Graffiti. Da oben rennt jetzt zufälligerweise sogar ein Bauarbeiter mit einem orangenen Helm. Der muss ja auch irgendwie drinnen gewesen sein. Und ich weiß, das ist viel Gelaber und ich weiß auch nicht, ob ihr alle bis zum Ende guckt und so weiter und so fort. Aber ich wollte es einfach nur mal auf den Punkt bringen, warum kommt jetzt gerade nichts? Was ist los? So, weißt du? Weil ich habe einfach das Bedürfnis, dieses Jahr meine Weichen halt anders zu stellen. Und ich bin gerade dabei, was und wie möchte ich natürlich erst sagen, wenn es soweit ist. Im Moment ist es alles nur Spekulation. Erst wenn die Verträge unterschrieben sind und die ersten Auftritte kommen, kann man weiter gucken. Aber ich versuche gerade mehr in den Entertainment-Bereich zu gehen. Und da braucht man natürlich auch Glück, da braucht man auch die richtigen Leute. Und da muss man da Gas geben. Ich will ja auch Gas geben und ich habe auch jahrelang Gas gegeben, Leute. Und ich habe wirklich alles verloren und möchte das einfach nie nochmal machen. So, weißt du, ich weiß jetzt, mit was für Leuten man da verkehrt. Und ich weiß auch, wie diese Welt da ist. Und ich möchte das einfach nie nochmal. Ich habe es gehabt, ist alles cool und hat mir auch Spaß gemacht. Ja, und letztens auch sabbelt mich einer voll, ja, ach ja, der Pleitegeier und so, wo ich mir denke, Digga, welche Farbe denn dein LKW gehabt, weißt du? Du sitzt irgendwo, keine Ahnung, bei einer Kabelbaufirma auf dem Minibagger dein Leben lang. Ja, was hast du gerissen? Weißt du, wie ich meine? Und ja, diese schlauen Sprüche immer. Ich meine, ich kann damit um, mir ist das wirklich Banane so, aber wichtig ist am Ende, dass abgerechnet wird, so, und das möchte ich. Also ich möchte das ganz nach oben treiben, so, und das sind so meine Ziele jetzt, Leute. Denkt dran, Link in der Videobeschreibung bei Holy. Könnt ihr geile Sachen bestellen. Schmeckt sehr, sehr gut. Gefällt mir sehr gut. Birne und Cranberry probiere ich nachher, weil sonst kriege ich hier einen Elektrolyte-Schock, Alter. Also in diesem Sinne, Leute, haut rein und probiert euer Glück, sag ich mal, euer Geschmack. Probiert euch ein bisschen durch. Weil wenn ich zurückkomme jetzt hier auf diesen Kanal, dann will ich richtig reinballern, Alter. Und mit euch zusammen. Ja, wie gesagt, hackt gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich freue mich schon, die Kommentare zu lesen. Und vielleicht gibt das nächste Jahr auch ein Sabbel-Video, mal schauen, weil ich glaube, da habt ihr auch Bock drauf, einfach mal Real Talk und über diese Bananenrepublik hier auch. Und ich freue mich auf jeden Fall, dass es euch gibt, Leute. Ihr seid die Heftigsten, habt einen schönen Sonntag noch, danke fürs Reinschalten, wir sehen uns auf jeden Fall, haut rein.